Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich, dass ja eigentlich wie jedes Mal wieder so viele Teilnehmer anwesend sind. Und wir starten heute mit der Webinarreihe Volle automatische Handelssysteme, mehr als nur zwei kreuzende Durchschnitte und eine Blackbox. Natürlich mit unserem Partner AlgoCamp. Und bevor ich jetzt auch übergebe, vielleicht noch eine kurze Info, falls Sie unseren Partner noch nicht kennen und schon mal vorab erste Informationen lesen möchten, dann finden Sie das unter bei uns auf der Webseite unter Trading Partner. Und wenn Sie ein bisschen runterscrollen, dann sehen Sie auch hier AlgoCamp. Dann finden Sie hier schon mal erste Informationen zu unserem Partner und natürlich auch hier im Videobereich alle Webinare, die wir schon zusammen gemacht haben als Aufzeichnung, können Sie sich sehr gerne nach dem heutigen Webinar in Ruhe angucken. Und ja, wenn David soweit ist, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Sehr gerne. Prima. So, dann ändern wir den Moderator und das sollte jetzt bei dir angekommen sein. Genau, den richtigen Bildschirm noch auswählen und jetzt sollte man es sehen. Prima. Perfekt. Super. Ja, Vielen Dank für dann die nette Einleitung. sehr gerne und ich wünsche allen viel Spaß. Ich heiße auch nochmal alle herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute starten wir endlich eine neue Webinarreihe mit dem Namen Vollautomatische Handelssysteme, mehr als nur zwei Durchschnitte und eine Blackbox. Ja, wie Nelson schon gesagt hatte, mein Name ist David Barney und ich habe heute wieder die Ehre, mit Ihnen die nächsten 60 Minuten verbringen zu dürfen. Wieder zu einer meiner Lieblingsthemen und die Webinarreihe, die wir jetzt starten, ist, ich sage es zwar oft, aber dieses Mal wirklich aktuell meine Lieblingswebinarreihe, weil wir hier so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern und so ein bisschen Ihnen die Welt zeigen des großen Algo-Tradings. Wir haben ja jetzt aktuell vier Teile in der Webinarreihe geplant. Heute lautet der Titel Erfahrung aus 11 Jahren Algo-Trading. Da geht es halt wirklich um die Erfahrung, die wir gesammelt haben aus einer Vermögensverwaltung, also wirklich Fachwissen, was so in der Öffentlichkeit eigentlich nicht vorhanden ist. Erfahrung aus dem privaten Algo-Trading und auch ganz interessant Erfahrung aus dem Algo-Trading mit Kunden von AlgoCamp. Da kennen wir halt inzwischen eigentlich ganz gut die Probleme. Wie sieht ein professioneller oder wie sieht ein erfolgreicher Algo-Trader aus und wie sieht ein nicht erfolgreicher Trader aus, Algo-Trader aus? Ich denke mal, da können wir Ihnen ganz großen Mehrwert bieten, um so ein paar Punkte zu erkennen, die vielleicht auch auf Sie zutreffen, wo Sie sagen, ah, okay, das erkenne ich an mir auch und das sollte ich vielleicht an mir bearbeiten oder nochmal überdenken. Das sind so heute die groben Themen, auch mit ein paar Insider-Informationen aus großen Algo-Trading-Partys oder ähnliches. Also ich möchte heute wirklich kein extrem trockenes Webinar heute halten, sondern schon ein bisschen den Einblick gewähren in die versteckte Welt des Algo-Tradings. Teil 2 haben wir dann am 29. Mai. Da lautet der Titel dann, sind automatische Handelssysteme nur für die Verkäufer profitabel? Auch immer ein großes Thema, was oft aufkommt, wenn es darum geht, funktionieren Handelssysteme überhaupt? So nach dem Motto, funktioniert eine Angel überhaupt oder verdient nur der Angelverkäufer daran oder kann ich wirklich Fische mitfangen? Das ist so das nächste Thema im nächsten Teil. Teil 3 ist dann, können Handelssysteme nur nach Indikatoren handeln? Nein, vorweg können sie nicht. Da möchte ich so ein bisschen den Einblick gewähren, was eigentlich alles genau möglich ist. Also Algo-Trading ohne irgendwelche Indikatoren, vielleicht ohne Betrachtung von Kursen, ein ganz spannendes Thema. Und der letzte Teil, Teil 4, ist dann am 10. Juli, quasi vor den großen Sommerferien, nach der Entwicklung ist vor der Entwicklung. Ein Handelssystem sollte nie in Stein und Stein gemeißelt sein. Ist auch ein großer Fehler, den viele machen. Sind alles vier komplexe Themen, aber die gehen wir nach und nach an. Und heute fangen wir erstmal an mit dem Titel Erfahrung aus 11 Jahren Algo-Trading. Vorab möchte ich mich noch kurz vorstellen, damit Sie alle wissen, wer eigentlich an der anderen Seite
des Webinars sitzt und Ihnen versucht, etwas zu erzählen. Mein Name, hatte ich ja bereits gesagt, ist David Arney. Bin aktuell 26 Jahre alt und wohne in Berlin. Meine Trading-Karriere habe ich quasi in einer Vermögensverwaltung gestartet, oder ich bin quasi in einer Vermögensverwaltung groß geworden. Laufen konnte ich schon vorher, aber alles andere habe ich quasi da gelernt. Da war ich ca. 9 Jahre, habe dann Ende 2015 dort aufgehört und dann das Unternehmen Algocamp gegründet. Und natürlich, seitdem ich da angestellt bin und 18 bin, trade ich nebenbei auch manuell und automatisiert. Das ist, denke ich mal, klar, wenn man jeden Tag sieht, wie Algo-Systeme funktionieren und dass sie funktionieren, dass man es auch privat haben möchte. Deswegen waren das immer so zwei Schienen, die ich da gefahren bin. Ja, und heute bin ich Geschäftsführer von Algocamp, trade immer noch manuell und auch automatisiert und bin inzwischen auch Referent auf der World of Trading und auch auf den LB Days. BOT 2015 und 16 waren wir dabei, 2017 werden wir wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Bei den letzten IB Days waren wir dabei und im Traders Mag veröffentliche ich auch regelmäßig Artikel zu den Themen automatischer Handel, Handelsstrategien, Handelsstrategienentwicklung und so weiter. Da gibt es eigentlich immer ganz interessante Artikel von mir zu den Themen. Gut, noch vorweg, was ist eigentlich Algocamp? Ich denke mal, Sie haben das jetzt schon ein paar Mal heute gehört. Die einen oder anderen kennen das Unternehmen vielleicht schon. Algocamp ist ein Unternehmen aus Deutschland. Wir sitzen in Berlin, also wir haben unsere Hauptniederlassung in Berlin und auch keine zweite Niederlassung in Zypern oder ähnliches, sondern wir sind wirklich ein gutes, altes, deutsches Unternehmen und wir haben uns darauf spezialisiert, halt Handelssysteme zu entwickeln, zu programmieren und auch Indikatoren zu programmieren. Also wir erledigen quasi alles, was an der Börse automatisiert werden kann. Das heißt, wenn Sie irgendeine Handelsstrategie haben, die Sie automatisieren lassen möchten, weil Sie sagen, Sie haben keine Zeit dafür oder Sie wollen nicht jeden Tag immer wie ein kleines Äffchen vor dem Rechner sitzen und wenn es rot leuchtet, verkaufen und andersrum, dann können wir das natürlich automatisieren. Da sind wir, denke ich mal, Spezialist auf dem Gebiet und außerdem vermieten wir halt auch Trading-Server, speziell für den Vertrieb von automatischen Handelssystemen und verkaufen natürlich auch fertige Handelssysteme und Indikatoren, sowie auch zum Beispiel das Markttechnik-Addon für den MetaTrader 5. Da haben wir auch aktuell ein Partnerangebot mit FXpert. Dort gibt es das MetaTrader-Addon für den MetaTrader 5 sogar, topmodern zum vergünstigten Preis, wenn Sie bereits Kunde sind bei FXpert oder spätestens heute Kunde werden, hoffentlich bei FXpert, dann können Sie das Addon günstiger erwerben. Ich werde den Link mal auch in den Chat kopieren, falls da jemand interessiert ist. Genau, perfekt. Genau, am besten auch bei FXpert gibt es die Extra-Seite dazu und dann können Sie das noch genauer angucken. Ich zeige auch noch mal ganz kurz, wovon wir hier eigentlich reden. Dann mache ich die Präsentation kurz mal zu, zeigt das. So, das kann man jetzt sehen. Hier bin ich auf algocamp.de, wenn ich hier oben auf Produkte gehe und dann das Markttechnik-Addon aufrufe, dann erhalten wir die Informationen wie auch auf der Seite von FXpert. Mir wird mal kurz vorgestellt, was ist das eigentlich, was kann das Markttechnik-Addon, ein paar Screenshots, wie das Ganze dann im Betrieb auch aussieht, ganz interessant, ein paar Vorteile erwähnt, wie wir uns abheben. Hier gibt es auch nochmal die Verlinkung zu dem letzten Webinar mit FXpert. Ich würde das Ganze nochmal genauer vorstellen und ja, weitere Informationen und so weiter und so weiter. Wenn Fragen sind, einfach den nächstmöglichen kontaktieren. Gut, kommen wir zurück zum heutigen Thema. Was habe ich heute alles vor? Also Hauptziel heute ist, dass ich Ihnen einen genauen Einblick gewähren kann in das Algo-Trading und dass ich quasi Ihren Algo-Trading-Horizont erweitern kann. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich das heute so aufbaue, dass ich Ihnen einfach meine Erfahrungen übermittle. Meine Erfahrungen, die ich aus der Arbeit in der Vermögensverwaltung gesammelt habe, die ich heute noch aus Erfahrung in der Arbeit mit Vermögensverwaltung sammle und auch ganz wichtig, die Erfahrungen mit den privaten Algo-Tradern. Wir haben also wirklich sehr viele Kunden, die bei uns eigene Handelssysteme sich entwickeln lassen oder fertige automatische Handelssysteme kaufen. Und da haben wir inzwischen so eine Art Profil erstellt. Wie sieht ein erfolgreicher Algo-Trader aus und wie sieht ein nicht erfolgreicher Trader aus? Das können wir inzwischen
Ja, einigermaßen immer gut auch im Vorfeld erkennen, wenn da Trader zu uns oder an uns treten und ein Handelssystem erwerben möchten oder sich eins entwickeln lassen möchten. Dann gibt es so Indizien dafür, wo wir schon ganz genau erkennen, na, das ist ein Kandidat, für den ist ein System vielleicht nichts oder die Person müssen wir noch genauer aufklären. Da möchte ich Ihnen heute den Einblick gewähren. Dann auch den Einblick ins private Algo-Trading. Wie sieht es eigentlich so aus? Müssen Handelssysteme immer wirklich nur, wie der Titel der Webinarreihe sagt, nach Durchschnitte kreuzen oder was können sie eigentlich genau machen? Dann der Punkt, den habe ich extra fett geschrieben. Das Insiderwissen, gibt ganz interessante Punkte, die halt irgendwo in Webinaren, Videos, Zeitungen oder ähnliches erwähnt sind. Das sind so die versteckten Könige in dem Algo-Trading-Bereich. Es gibt so die Personen, die kennt man in dem Bereich, die sind halt öfters vertreten, haben auch schon Bücher geschrieben und so weiter. Aber es gibt auch große, wirklich große Fische, die eher unter dem Radar laufen und die nicht gefunden werden, sondern die eher jemanden findet, von der anderen Seite angesprochen wird. Es sind ganz interessante Persönlichkeiten und auch Einblicke, die ich gerne heute mit Ihnen teile, um so ein bisschen Ihnen einen Einblick zu geben und auch ein bisschen Motivation zu übermitteln für das ganze Thema. Letzter Punkt ist dann auch ganz wichtig, das ist dann, was ist mit Algo-Trading nicht möglich? Da möchte ich nochmal die Abgrenzung ganz klar haben, dass Sie keine falschen Vorstellungen haben vom Algo-Trading. In den letzten 11 Jahren habe ich halt auch so einiges kommen und gehen sehen in dem Bereich. Und daher kann ich ganz gut einschätzen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo kommt man an die Grenzen und was ist vielleicht für einen Privatanleger nicht möglich. Gut, starten wir mit den Erfahrungen aus der Vermögensverwaltung. Wir haben immer ganz oft die Frage von Kunden, die wir gestellt bekommen, funktioniert das denn überhaupt? Funktionieren automatische Handelssysteme überhaupt? Da sagen wir natürlich nicht nein, sondern da sagen wir ganz klar und ehrlich ja, sie funktionieren, weil wir es halt selbst schon erlebt haben. Ich hatte auf den IBS auch einen Vortrag gehalten, der hieß vom Titel her ein Leben finanziert von automatischen Handelssystemen. Und ich denke mal, ich bin eigentlich der beste Beweis dafür, dass automatische Handelssysteme funktionieren, weil quasi ja mein ganzes System oder mein ganzes Leben, seitdem ich volljährig bin, wird halt finanziert durch die Erträge der automatischen Handelssysteme. Das heißt, wir haben gesehen oder miterlebt und auch aufgebaut, dass einfach mehrere Gehälter gezahlt werden können. Also es gibt Vermögensverwaltung, in denen wir auch aktiv waren oder immer noch mit denen zusammenarbeiten und dort werden halt Mitarbeiter über Jahre hinweg einfach nur durch die Erträge von automatischen Handelssystemen bezahlt. Das heißt, Miete, alle Fixkosten, die in der Firma anfallen, die Mitarbeiter werden bezahlt und es bleibt auch noch ein Gewinn über. Das ist natürlich für jeden Privatanleger einfach ein Traum, dass er das erreicht. Oder viele hätten erstmal an sich das Ziel, überhaupt etwas Geld damit zu verdienen. Der nächste Schritt wäre dann halt ein garantiertes, fixes, stabiles Einkommen dazu zu generieren. Deswegen vorab die Beantwortung der Frage, ja, es funktioniert auf jeden Fall. Es gibt allerdings viele Hürden und natürlich auch Unterschiede zwischen Vermögensverwaltung und privaten Tradern. Wir können uns natürlich nur schwer messen mit einer Vermögensverwaltung. Eine Vermögensverwaltung im Algo-Trading-Bereich, also es geht jetzt, wenn ich sage Vermögensverwaltung, wirklich nur um Vermögensverwaltung, die ausschließlich automatisiert handeln. Geht jetzt nicht um das manuelle Trading. Und sie haben natürlich einfach viel mehr Möglichkeiten, die wir halt nicht haben. Das ist natürlich zum einen der finanzielle Puffer. Klar, eine Vermögensverwaltung hat vieles nicht, aber hat auf jeden Fall die finanziellen Mittel. Die sind bei uns Privatanlegern halt natürlich begrenzt, weil sie einfach uns privat gehören und nicht irgendwie Investorengelder sind oder, ich sag mal, abgeschriebene Firmengelder, die halt in einer Firma sind und nicht auf unserem Privatkonto, das ist immer was anderes. Wenn wir so an automatische Handelssysteme denken, dann sehen wir oft vor uns irgendwie einen kleinen EA, der handelt halt den ganzen Tag, wird einmal programmiert, entwickelt, läuft und handelt dann Tag und Nacht und soll Erträge bringen. Es gibt durchaus solche Handelssysteme oder auch EAs, die so agieren. Das sind aber auch wirklich komplexe Systeme. Die haben wir auch mitentwickelt und auch gesehen.
Da gibt es halt Handelssysteme, die benötigen halt 4, 5 festangestellte Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Systeme zu betreuen. Ja, die handeln natürlich automatisch, aber sie handeln mit so viel Volumen am Markt und so viel Geld, dass man sie einfach nicht alleine laufen lassen möchte. Das zum einen, natürlich, wenn man es gegenrechnet, jemand sitzt den ganzen Tag davor oder 8 Stunden davor und verdient dann seine 2.000, 3.000 Euro im Monat. Und dann geht man lieber diese Kosten ein, als wenn das System 2 Stunden nicht läuft, das bekommt keiner mit und am Ende sind einem dann irgendwie 10.000 Euro Gewinn entgangen. Das haben wir natürlich als Privatanleger, können wir natürlich keinen hinstellen oder hinsetzen, zumindest nicht am Anfang, vielleicht später. Ja, weil es halt ein großer Vorteil von den größeren Vermögensverwaltungen. Und die haben natürlich auch einfach ein großes Team aus Tradern, Mathematikern und Informatikern, mit denen wir auch heute immer noch zusammenarbeiten. Gerade dann, wenn wir gemeinsam zum Beispiel für eine Vermögensverwaltung heute etwas entwickeln, ein Handelssystem, ein automatisches, und dann sind die Vermögensverwaltungen oft so aufgestellt, dass wirklich jeder Mitarbeiter in seiner Kompetenz bleibt. Das ist halt ein Trader, der entwickelt halt diese Handelsstrategie, ein Mathematiker prüft es mit seinen Modellen und der Informatiker wiederum oder der Programmierer, der kümmert sich dann halt darum, dass die Server laufen, dass das ordentlich programmiert wird und so weiter. Das ist auch ein Punkt, den wir als private Algo-Trading natürlich alle komplett übernehmen müssen. Das heißt, wir müssen halt Multitalent sein, wir müssen die Strategie entwickeln können, das Ganze programmieren können, testen können und auch noch die Aussage treffen können, funktioniert das überhaupt oder funktioniert das gar nicht. Fachwissen kaufen ist natürlich bei uns auch, ja, können wir natürlich machen, aber in der Regel versuchen wir uns das Fachwissen halt relativ günstig anzuarbeiten oder anzueignen, was natürlich völlig normal ist, weil wir keine großen Research-Unterlagen oder Studien kaufen können, um irgendwas auszuwerten. Deswegen, das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen deprimierend, wenn wir uns so vergleichen. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass wir als kleiner Algo-Trader kein Geld verdienen können automatisiert, sondern das heißt vielmehr, dass wir einfach in einem anderen Teich quasi schwimmen. Na klar, langfristig oder grob gesehen schwimmen wir alle im gleichen Teich, aber wir sind ja einfach in einer anderen Liga unterwegs, was überhaupt nicht schlimm ist. Also wir können auch als privater Trader ohne festangestellte Mitarbeiter durch den automatisierten Handel ganz gut verdienen. So, dann haben wir natürlich als große Vermögensverwaltung nochmal mehr Möglichkeiten, einfach nur was das Kapital angeht. Wenn wir uns vergleichen, wir haben vielleicht ein kleines begrenztes Kapital, das können wir auf 2, 3 Strategien ausweiten. Dann sind wir in der Regel an der Grenze, wenn wir jetzt die Konten nicht überhebeln möchten. Große Vermögensverwaltung wiederum, da spielt das Geld an sich keine Rolle. Da gibt es auch in der Regel Kreditlinien bei den Brokern oder Banken, was dann einfach angehoben wird. Also da scheitert es nicht an Kapital, was fehlt, sondern es scheitert dann in der Regel eher an fehlenden Strategien oder an fehlenden automatisierten Strategien. Und die Vermögensverwaltung haben natürlich auch einen ganz anderen Erwartungswert als wir Privatanleger. Wenn jetzt eine Vermögensverwaltung irgendwie ein System am Laufen hat, was halt nicht viel handelt, aber konstant und mit einem geringen Drawdown und irgendwie 20% im Jahr erzielt, dann ist es für die ja schon mal gigantisch. Für uns Privatanleger sind 20% natürlich eigentlich auch sehr gut, aber wir haben, wenn wir rangehen, natürlich ganz andere Erwartungen. Wenn wir jetzt mit 1.000 Euro am Jahresanfang starten, dann möchten wir nicht das Jahr mit 1.200 Euro beenden. Also es ist an sich richtig, so zu denken, in die Jahresperformance, aber viele haben natürlich ganz andere Erwartungen. Wir möchten nicht für 20% da irgendwie so einen Aufwand betreiben, ein Handelssystem starten, kaufen, programmieren lassen und so weiter, sondern da möchte man natürlich als Privatanleger oder sehr oft halt hier hunderte von Prozente sehen und so weiter. Ja, was wir auch gemerkt haben, ist ein großer Unterschied, aber jetzt auch kein Nachteil für den Privatanleger, ist, dass Vermögensverwaltung so gut wie fast ausschließlich halt individuelle Systeme verwenden. Das heißt, aufgrund von Compliance-Richtlinien greifen die nicht so gerne jetzt irgendwie auf die Metatrader zurück oder auf andere fertige Systeme, sondern die lassen sich halt vieles komplett selbst entwickeln. Das heißt, das Rad wird quasi neu erfunden, damit sie wirklich in die letzte Stelle des Codes auch noch einen Einblick haben. Ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis es auch so ein bisschen weggeht. Aber wenn da halt Millionen investiert werden, dann greifen die halt lieber auf individuelle Systeme zurück. Die sind in der Entwicklung natürlich
enorm teuer, weil wir quasi wirklich, man muss sich vorstellen, man entwickelt irgendwie jetzt den Ninja Trader von Grund auf neu, nur um eine Handelsstrategie laufen zu lassen. Ist sehr komplex, aber wie gesagt, für Vermögensverwaltung ist das, wird das quasi aus der Portokasse bezahlt. Gut, genug Vermögensverwaltung, kommen wir endlich zu dem privaten Algo-Trading-Bereich, der noch viel, viel interessanter ist. Also, geklärt ist ja die Frage, ein Leben ist durchaus finanzierbar durch den automatischen Handel. Man hört natürlich immer, ja, automatischer Handel und Emotionen, das haben wir hier nicht, wir sind völlig emotionslos. Stimmt so halt nicht. Das Einzige, was stimmt, ist, dass das automatische Handelssystem halt wirklich einfach nur handelt. Dem System ist es egal, ob unser ganzes Erspartes weg ist. Es handelt einfach weiter, solange wie die Regeln es besagt. Das heißt, das System oder das Handelssystem hat keine Emotionen, aber spätestens wir bekommen dann die Emotionen und wir haben die Hand über das Handelssystem. Und oft scheitert es dann einfach an den Trader, der davor sitzt, der dann einfach zu ungeduldig ist, der dann vielleicht die Verluste frühzeitig begrenzt oder eher laufen lässt und in den Algo eingreift. Also Vorteil, emotionsloser Handel ist an sich korrekt. Die Signale werden emotionslos umgesetzt, aber letztendlich liegt es immer noch an uns, auch dem System auch die Arbeit zu überlassen und nicht einzugreifen. Auch ein Punkt, den ich auf ganz früher beim privaten Trading für mich gelernt habe, als ich in dem Bereich noch gar nicht so fit war und dann halt auch angefangen habe, mir Handelssysteme irgendwie programmieren zu lassen oder sie zu kaufen. Wenn man die Performance-Kurven sieht, dann denkt man natürlich im ersten Moment, wow, klasse, das möchte ich jetzt irgendwie handeln lassen. Aber was ganz wichtig ist, ist einfach das Vertrauen zu schaffen. Das sagen wir von Algocamp auch jedem Kunden, der irgendwie ein Handelssystem kauft. Egal wie viel Glauben wir in ein System schenken, auch egal wie viel Finanzkapital wir für das Trading haben. Es ist immer enorm wichtig, einfach eine psychische Sache, dass wir jedes System mit einem kleinen Volumen starten lassen. Das heißt, auch wenn es für uns Pillepalle ist, aber ein Volumen mit 0,01 Lot einfach mal laufen lassen für ein paar Wochen, nur um so eine gewisse Beziehung zu dem System aufzubauen. Das hat mir ganz damals geholfen und das machen auch Vermögensverwaltungen am Anfang zum Beispiel, weil sie einfach ein Gefühl für bekommen wollen. Wie oft handelt das System eigentlich? Wie agiert es, wenn Zahlen rauskommen? Was macht es am Wochenende? Wie oft handelt es? Setzt es die Stops ordentlich? Kommen manchmal keine Stops rein und so weiter? Das ist halt ganz wichtig. Also egal, wie viel Vertrauen wir reinstecken, wie vertrauenswürdig ein System ist, es ist immer enorm wichtig, im Vorfeld einfach wirklich mit wenig Volumen, was uns nicht wirklich wehtut. Ich meine, mit 0,01 Slots kann man nicht viel verlieren. Eher im Gegenteil, man gewinnt ganz viel, und zwar die Erfahrung und das Vertrauen in ein System. Wenn man diese Wochen hinter sich hat und weiß, okay, ich glaube dem System, ich weiß in etwa, wie es agiert, dann können wir natürlich das Volumen ansetzen, was wir eigentlich angedacht haben und das, was wir uns auch leisten können und was für uns gesund ist. Ansonsten habe ich natürlich gemerkt, Programmierkenntnisse sind natürlich ganz klar von Vorteil, aber kein Muss. Wir von Algocamp oder speziell ich habe natürlich einfach den Luxus, dass ich sagen kann, ja, ich möchte irgendwie ein System angepasst haben oder so, dann mache ich das einfach selbst. Also ich bin halt unabhängig davon. Oder irgendwas funktioniert nicht ganz, dann behebe ich den Fehler einfach selbst, bin jetzt auf keinen angewiesen. Das haben natürlich nur wenige von den Spielern. Das ist auch kein Problem. Man muss einfach nur wissen, wie man mit umgeht und einfach nur wissen, dass man nicht alles selbst erstellen kann und sich einfach eine entsprechende Hilfe holt für die einzelnen Punkte. Ja, ein ganz großer Nachteil ist natürlich Hauptjob und die Zeit. Ich denke mal, die meisten von Ihnen sind halt hauptberuflich nicht am Markt unterwegs oder vielleicht nur einige von Ihnen. Ja, wir merken das in der Kundenarbeit besonders, dass halt sehr, sehr viele hauptberuflich woanders unterwegs sind als am Markt. Da fehlt uns natürlich die Zeit. Uns fehlt die Zeit für das manuelle Trading und es fehlt uns natürlich auch die Zeit für das automatisierte Trading. Also schauen oder mal den Tag durchgehen, sind wir vielleicht in der Regel 8 Stunden arbeiten, fangen, ja, weiß nicht, um 9 Uhr an, sind dann um 16, 17 Uhr, 18 Uhr zu Hause, Familie, Freunde und dann bleibt halt relativ wenig Zeit über. Man muss sich das ganz gut einteilen.
Es geht so in den Bereich Teilzeit-Trading, Feierabend-Trader, wie man es auch nennen möchte. Ist halt ein schwieriges Thema, weil wir halt einfach wirklich Zeit brauchen für den Research und für die Entwicklung. Also wir müssen irgendwie am Markt sein, wir müssen nah am Markt sein, um einfach Anomalien am Markt zu entdecken. Das heißt, uns fällt irgendwas auf, so wie die, ja, wenn heute der DAX irgendwie 5% gefallen ist, dann macht er irgendwie am Ende des Tages immer noch mal eine starke Bewegung nach oben und andersrum. Das sind so Auffälligkeiten am Markt für eine eigene Strategie zum Beispiel. Das wäre so der erste Ansatz, den würden wir ein bisschen testen, und langfristig wäre es vielleicht ein automatisches Handelssystem oder auch ein manuelles Handelssystem vielleicht im ersten Schritt. Aber da muss uns halt bewusst sein, wenn wir kein fertiges System haben wollen, sondern wirklich ein eigenes System programmieren oder programmieren lassen, spielt jetzt keine Rolle, dann müssen wir zusehen, dass wir irgendwie die Zeit frei schaffeln im Tag für Research und für die Entwicklung, damit wir das Ganze ein bisschen angehen. Am Anfang muss man relativ viel etwas Zeit investieren in die ganze Sache. Aber nach hinten rum müssen wir halt dran denken, haben wir denn ein automatisches System, was halt dann am Markt agiert, wenn wir auch keine Zeit haben. Da wollen wir eigentlich hin. Wir machen das ja nicht aus Spaß, oder einige vielleicht, weil sie halt die Technik mögen und das Ganze faszinierend finden. Aber die meisten machen das natürlich einfach, um auch dann am Markt aktiv zu sein, wenn wir halt gerade keine Zeit haben oder schlafen oder. Es gibt viele Gründe für die Systeme, für die Automatisierung. Das heißt, für uns Privatanleger ist es dann natürlich sinnvoll, wenn wir halt weniger komplexe Systeme haben. Es gibt Handelssysteme, die sind von der Logik halt relativ klein, betrachten irgendwie nur, sag ich mal, den Euro-Dollar und haben dann ein paar Indikatoren. Und es gibt auch komplexe Systeme, die hängen an verschiedenen Börsen, an verschiedenen Brokern, haben verschiedene Kurszugänge, berechnen verschiedene Sachen. Und da ist der Betreuungsaufwand natürlich enorm groß. Also je mehr Broker ich vielleicht hänge oder an je mehr Datenfeeds ich hänge und mehr Formeln ich habe, desto mehr kann halt auch passieren. Kann natürlich sein, dass irgendein Datenanbieter oder so seine Programmierschnittstelle aktualisiert und dann muss ich mein Handelssystem aktualisieren oder irgendeine Funktion ist kaputt. Also klar, je komplexer etwas ist, desto schwerer ist einfach die Wartung und auch die Reparatur. Deswegen für einen Privatanleger, für einen privaten Algo-Anleger sage ich auch mal ganz gerne, wir sind weniger komplexe Systeme auch von Vorteil, auch von der Strategie her. Man muss keine 20.000 Indikatoren im Chart haben und 50.000 mathematische Formeln anwenden. Oft sind die komplexen, die einfachen Dinge ziemlich robust und auch gut. Das, na klar, kann auch ein System mit irgendwie 5, 6 Indikatoren haben und noch ein paar andere Bezüge mit reinnehmen, das ist alles jetzt noch auf einem normalen Level, sage ich mal. Aber ansonsten muss man mal dran denken, je komplexer, desto aufwendiger natürlich das Ganze auch noch. So, jetzt das ganz Interessante, die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit den Kunden von AlgoCamp. Da sind wir eigentlich auf einem guten Kundenstand, sage ich mal. Wie sieht eigentlich der nicht erfolgreiche Kunde aus? Der nicht erfolgreiche Kunde, oder wie definiere ich eigentlich nicht erfolgreicher Kunde? Nicht erfolgreicher Kunde ist für mich ein Trader, der ein profitables Handelssystem kauft, was auch wirklich nachweislich profitabel ist. Das bedeutet, er kauft das heute und in 2 Monaten ist nachweislich das System im Plus und dennoch ist der Trader mit einem Verlust rausgegangen. Klingt komisch, aber ist auch so, ehrlich gesagt. Das ist so die Definition von nicht erfolgreicher Kunde. Ist jetzt unabhängig, ob er von uns ein System kauft oder ob er eine eigene Strategie hat, die er programmieren lassen hat. Aber in der Regel ist das Profil von dem Trader so, dass er einfach ungeduldig ist. Das heißt, das System wird gestartet und er muss immer was sehen. Jeden Tag muss was passieren am Markt. Orders müssen aktiv sein, gelöscht werden, aktualisiert werden, neue Positionen müssen eingegangen werden und so weiter und so weiter. Und die Erwartungen sind einfach fernab der Realität. Also die Erwartungen sind wirklich zum Teil, dass das Konto natürlich in 3 Wochen sich verdoppelt und das wenn irgendwie ein System nach 3 Monaten plus minus null ist, dann klingelt bei uns das Telefon und wird gefragt, was sie denn da für einen Mist gekauft haben. Das funktioniert ja gar nicht und wurde alles falsch versprochen. Das ist natürlich, im ersten Moment ist es nachvollziehbar. Wir haben ein System, das wurde als profitabel angepriesen. Wir lassen es laufen und es funktioniert nicht.
Da zeige ich Ihnen einfach gerne mal ein praktisches Beispiel, was ich damit genau meine. Nehmen wir einfach mal als Beispiel die Performance-Kurve von unserem Export-Advisor, der FX-Lunch. Das ist hier beim HFX-Book verifiziert, also unabhängig von uns wahre Werte. Und da gucken wir einfach mal auf die monatliche Analyse von 2017. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Hier sehen wir, im Januar haben wir minus 1,11% gemacht, im Februar haben wir 1,2% gewonnen, im März minus 1,4% und im April haben wir 29% gewonnen. Was macht der nicht erfolgreiche Trader? Der nicht erfolgreiche Trader wird wahrscheinlich im Januar anfangen, denkt sich, ja, okay, es läuft jetzt, war jetzt nicht so groß, okay, gucken wir uns den Februar an. Februar hat den Januar gerade so verdient und hat dann auch 0,1% mit reingeholt. Schon etwas sauer oder wütend, dass das Ganze ja nicht so funktioniert. Dann gibt es den März. März dümpelt wahrscheinlich auch nur auf plus minus null und spätestens dann hat der nicht erfolgreiche Trader schon gar keine Lust mehr. Und dann beginnt er das System auszumachen. Ja, welche Folgen das hat, das sieht man hier ganz klar. Der April hat einfach die Jahresperformance verdient mit knapp 30% und das ganze Jahr ist halt vorne auf ca. 29-28%. Das ist das, was ich meine mit Geduld. Wir brauchen einfach die Geduld. Also vielleicht erinnern sich einige von Ihnen an diese Folie durchschnittlich 5%. Wenn viele durchschnittlich 7% hören, dann denken sie, Januar 5%, Februar 5%, März 5%, April 5%. Aber der Durchschnitt bedeutet ja der Durchschnitt. Das heißt, 50% sind drüber und 50% sind drunter. Es gibt auch dieses Sprichwort, das kam auch von jemandem von Ihnen aus dem vorletzten Webinar. Der See ist durchschnittlich ein Meter tief und trotzdem ist die Kuh ertrunken. Das passt ganz gut zu dem Beispiel. Durchschnittlich 5% würde eher bedeuten, wir haben im Januar 5% gemacht, wir haben im Februar minus 10% gemacht und haben dann im März 2% gemacht und im April irgendwie plus 13% gemacht. Das heißt Durchschnitt. Das ist ein ganz gutes, denke ich mal, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass die Geduld einfach enorm wichtig ist. 2016 zum Beispiel war es natürlich ähnlich. Viele Leute haben die Performance gesehen vom Juni mit 40% im Gewinn und haben dann einfach zugeschlagen und dachten sich, wow, 40% in einem Monat, das möchte ich auch haben. Der nächste Monat, der Juli, war dann bei 5%, war noch für viele okay, aber dann im August mit 1%, 0,5%, da haben viele auch schon wieder aufgegeben, weil sie halt nach der Rakete gesucht haben. Und diese Rakete gibt es nicht. Sie gibt es einfach nicht am Markt. Es gibt Systeme, wie zum Beispiel den FX-Lunch. Er agiert so, wie er agiert. Er hat richtig gute Monate, er hat Monate, die sind okay und Monate, die sind plus minus null. Und wenn wir das Ganze im Verhältnis zum Beispiel sehen, so sieht die Realität aus. Die Realität sieht nicht so aus, wie wir sie auf den Charts sehen, wo die Performance-Kurve von unten links nach oben rechts läuft, ohne irgendwie einen Jawdown. Das ist nicht die Realität. Das sind vielleicht Martingale-Systeme, die Verlust verdoppeln und verzehnfachen und dann das Konto irgendwann schrotten. Das gibt es massig am Markt und wird auch verkauft. Aber das ist nicht die Realität. Realität ist halt wirklich ein Auf und Ab und wird belohnt einfach durch Aushalten. Wenn wir beispielsweise diesen EA hier seit einem Jahr am Laufen hätten, hätten wir natürlich eine Performance inzwischen von knapp 65%. Wie wir auch im Chart sehen, ist keine Performance-Kurve, wo wir uns an sich umdrehen würden und aus dem Häuschen sind, aber es ist einfach etwas Funktionierendes, Reales am Markt. Mal so als kurzer Ausflug in die Realität. Und der nicht erfolgreiche Trader, der scheitert einfach an diesem Punkt. Er scheitert einfach an diesem Punkt, dass er ungeduldig ist. Und diese Ungeduld muss man irgendwie aus sich herauskriegen. Denn die Tatsache an sich, dass ein Trader ein erfolgreiches System hat und dennoch Geld verliert, ist halt wirklich traurig und schade, aber kein abwertender Punkt, sondern einfach ein Punkt, der uns bewusst sein werden muss, damit wir diesen Fehler halt nicht eingehen oder dass Sie zukünftig den Fehler nicht eingehen. Klar, hin und wieder kommt es immer wieder vor, wir sind ungeduldig, aber langfristig müssen wir da wirklich das Ganze irgendwie im Griff bekommen. So, wie sieht der erfolgreiche Kunde aus? Wie sieht der erfolgreiche Trader aus? Und dazu zähle ich jetzt einfach mal alle, die euch hier auch zuhören und Kunde sind bei FXWeb.
Der erfolgreiche Trader ist eigentlich entspannt. Das heißt, der erfolgreiche Trader ist bei einem Plus minus 0 im Monat oder bei plus Prozent von 5 oder minus 5, er ist noch entspannt. Er steht halt nicht am nächsten Morgen bei uns vor der Bürotür und fragt, wo dann der Fehler war oder ähnliches, sondern er ist einfach geduldig. Er ist geduldig und reagiert über Abweichung. Das heißt, Abweichung im Sinne von, die Ergebnisse sind stark anders als zum Beispiel im Backtest. Wenn wir jetzt mal kurz nochmal eine andere Performance-Kurve zeigen, um das Ganze besser zu erläutern. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Backtest vom X-Hand anschauen, dann haben wir natürlich hier solche Performance-Kurven. Da guckt man rauf und denkt sich sofort, wow, damit verdiene ich ja nur noch Geld. Muss ich ja nichts machen, mache ich keine Verluste. Aber ganz wichtig ist, dass wir auch ganz genau auf die Charts gucken, egal ob es eigene Backtests sind oder ähnliches. Und wir sehen halt hier auch zum Beispiel hier unten, ich zoome mal etwas ran. Hier sehen wir, jeder Punkt ist ein Trade. Wir sehen da ganz viele Trades, wo wir wirklich nur Verluste machen. Wir sehen es auch hier, es geht mal runter. Wir sehen auch hier, es geht runter. Wir haben ja Zeit, rüber scrollen. Da sind wir ja leicht am Wachsen, auch auf einer Stelle treten. Dann hat man wieder Einbrüche, es geht wieder hoch, Einbrüche und so weiter. Das ist dem erfolgreichen Trader im Vorfeld schon bewusst. Er beschäftigt sich nämlich etwas mehr mit dem System, was er agieren oder was er handeln lassen möchte. Ob fertig gekauft oder selbst entwickelt, wie auch immer. Aber er opfert einfach die Zeit dafür. Das heißt, ihm ist bewusst, was er zu erwarten hat und ihm ist bewusst, wo er agieren muss. Wenn zum Beispiel ein Backtest über 10 Jahre jetzt einen Drawdown hat von 10%, maximal Drawdown, dann wird er in der Realität beim Live-Trading nicht bei 5% schon aus dem Häuschen sein, weil er Angst hat, weil er Panik schiebt oder ähnliches, sondern ihm ist bewusst, dass er auf 10% im Live-Trading eingehen muss und dass er auch durchaus 10 oder auch 15% eingehen muss. Und erst ab Überschreiten von diesem Extremlevel wird der erfolgreiche Trader, der erfolgreiche Algo-Trader aktiv. Und das ist auch unserer Meinung nach so der Schlüssel zu dem Erfolg in dem Ganzen. Also wir vermieten ja zum Beispiel auch Trading-Server, wo wir dann halt auch die ganzen Windows-Updates einspielen und dafür sorgen, dass die Systeme bei den Kunden laufen. Und dort sehen wir natürlich auch an den Kundenkonten, dass die Personen, die am diszipliniertesten und am geduldigsten, die sind, die am Ende auch am meisten Profit rausziehen. Das heißt, viele Trader von uns haben halt zum Beispiel schon den Preis oder den Einkaufspreis vom FX-Land schon ein Vielfaches verdient, weil sie einfach geduldig waren. Und andere wiederum haben mehr Trading-Kapital gehabt, aber haben halt einfach nicht die Geduld gehabt und haben ständig bei plus 10 Pips geschlossen oder die Verluste länger laufen lassen oder. Deswegen ist es oft nicht eine Frage des Kapitals, sondern eher ja, eine Frage der Einstellung zu dem Ganzen. So wichtige Erkenntnis oder so als Zusammenfassung, auch ein automatisches, profitables Handelssystem kann bei einem Verluste machen, wenn wir einfach zu ungeduldig sind oder ja, einfach nur eingreifen wollen die ganze Zeit. So, kommen wir zu den Insider-Infos. Meine Lieblingsfolie heute eigentlich. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, es gibt so viele, ja, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, um sich schaut, es gibt viele Trader, die kennt man halt einfach. Die sind überall zu sehen, haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Ist jetzt auch nicht wertend gemeint, aber man denkt so, man kennt die Profis in dem Bereich. Das dachte ich auch ganz lange. Bin auch von Messe zu Messe gefahren und habe mir sämtliche Webinare und Seminare angehört und angeschaut, weil ich halt dachte, das sind wirklich so die Champions in dem Bereich. Mag auch sein, wie gesagt, ist nicht wertend gemeint. Wo ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass es wirklich viele versteckte Experten auf dem Gebiet gibt. Wie ich auch am Anfang gesagt habe, findet man nicht, sondern die finden einen dann, wenn sie möchten. Was meine ich damit? Ja, so in den letzten 11 Jahren habe ich viele exotische Personen kennengelernt in dem Bereich, die zum Teil schwierige Menschen sind, weil sie eine ganz andere Art haben zu leben oder zu traden oder ihre Handelsstrategien zu fahren. Nur ein Beispiel, ein recht erfolgreicher Trader, den wir auch betreuen in der Entwicklung von Handelssystemen,
Der hatte sich vor kurzem vor einem Baumarkt gestellt, also hat im Baumarkt sämtlichen Kaffee aufgekauft, ist dann vor den Baumarkt gegangen und hat den Kaffee da verschenkt. Was war sein Hintergedanke? Sein Hintergedanke war, dass er eher Volatilität spendet. Das heißt, Menschen, die jetzt den Kaffee gratis bekommen, die müssen das Geld nicht dafür ausgeben, sondern die können das Geld halt am Markt investieren, wodurch der Markt halt mehr Volumen umsetzt, stärkere Kursbewegung und so weiter. Klingt von der Begründung eigentlich klar. Eigentlich natürlich, Leute haben mehr Geld fürs Trading-Konto, müssen keinen Kaffee kaufen. Also kaufe ich einfach den Kaffeebestand leer und verschenke ihn draußen. Also sind so ganz spezielle Persönlichkeiten, die sich halt verstecken, die mit ihrer Denkweise wirklich, wirklich ganz gut unterwegs sind. Die einfach einen extrem, extrem starken Bezug zum Markt haben. Ja, es gibt natürlich auch noch etwas einfache oder nicht ganz so exotische Personen, die, wie soll ich sagen, einfach gut verbunden sind und eine gute Connection haben zu allem Möglichen. Das heißt, sie bewegen sich so fernab von dem Mainstream-System, also so Durchschnitt, Kurzdurchschnitt, das mögen die alles nicht, sondern sie haben halt Systeme, die wirklich betreut werden müssen, die halt gewisse Anomalien am Markt ausnutzen, die halt einmalig sind. Also es gibt durchaus Systeme oder Handelssysteme, die man nicht verkaufen darf, weil sie dann einfach nicht mehr funktionieren. Also jetzt beispielsweise, wenn ich irgendein System habe für irgendein Penny-Stock oder für eine Aktie, die jetzt nicht so volatil ist, da kann ich das System natürlich nicht verkaufen oder nicht veröffentlichen, weil das System dann nicht mehr funktioniert, wenn das Volumen weggekauft wird. Also wenn ich in einer Aktie unterwegs bin, die nicht so volatil ist, dann habe ich natürlich das Problem, wenn jetzt ein zweiter immer dann kauft, wenn ich auch kaufen möchte und dann diese Stücke weg sind. Denn diese Probleme, die kennen wir aus dem Forex- oder CFD-Bereich eigentlich gar nicht. Gerade im Forex-Bereich gibt es eigentlich genug für die ganze Welt. Da können gerade private Trader kaum was anrichten und auch Vermögensverwaltungen müssen da schon ganz schön viel investieren, um irgendwie Währungen zu bewegen. Aber solche Strategien gibt es natürlich. Und das sind ganz interessante Strategien, die, ich glaube, als privater Trader bekommt man da nie den Einblick da rein. Das sind Strategien, die wirklich so gut wie nie Verluste machen, auch täglich Millionäre schaffen, sage ich mal. Das, wie gesagt, wahrscheinlich werden das einige nicht glauben, aber wir haben das selbst alle gesehen und auch mitentwickelt. Solche Systeme gibt es einfach. Und da gibt es auch einfach viele versteckte Experten, die halt nirgendwo zu sehen sind, aber die es wirklich, wirklich, wirklich sehr stark drauf haben, was so Handelsstrategien und Entwicklung angeht. Zweiter Punkt ist natürlich so ein bisschen der geschlossene Kreis. Ich denke mal, viele von Ihnen haben schon die diversen Börsenfilme gesehen, wie Wall Street, Margin Call und was es alles noch gibt. Man kennt da natürlich die Szenen, die großen Partys, das lockere Geld und so weiter. Das ist alles gar nicht so hergeholt. Wir haben das in den 11 Jahren natürlich auch gesehen. Je größer man ist, je mehr Volumen man fährt, je mehr Kontakte man in dem Bereich hat. Es gibt halt, ich sage einfach mal, verschiedene geschlossene Kreise, wo man halt wirklich untereinander ist. Und wenn man irgendwie ein enorm großes Ordervolumen hat und den, ja, ich sag mal, einfach Broker damit reich macht, dass man wirklich jeden Tag unendlich viel handelt, natürlich hat man dann gewisse Privilegien. Das heißt halt, ständig wird man zu Partys eingeladen, bekommt das tollste Hotel überhaupt und so weiter. Deswegen so als kleine Randinformation, das, was man so in den Filmen sieht, in den Börsenfilmen, das ist alles gar nicht so weit hergeholt. Und das ist nicht vorbei, sondern es wird auch noch durchaus heute noch so gelebt, weil es einfach ein Bereich ist, der wo das Geld einfach zum Teil sehr locker sitzt und auch sehr schnell vermehrt werden kann und natürlich auch sehr schnell vernichtet werden kann. Das sage ich jetzt nicht aus Spaß, sondern der Hintergedanke ist da eigentlich eher, dass ich ihn so ein bisschen motivieren möchte, dass das Algo-Trading halt wirklich funktioniert und dass es jetzt kein Thema ist, was es sich nicht lohnt, so anzugehen, sondern ja, mich persönlich hat sowas mal motiviert, wenn ich damals angefangen habe, auf solche Treffen zu gehen und solche Veranstaltungen zu gehen, aber auch die Person kennenzulernen und einfach zu wissen oder von jemandem zu hören, dass es funktioniert oder zu sehen, dass es funktioniert. Ansonsten, technisch ist alles möglich, muss ich sagen. Wäre ich in gewissen Kreisen nicht, dann würde ich immer noch zu gewissen Strategien sagen, das geht nicht. Aber es gibt wirklich
extrem exotische Strategien, wo glaube ich, selbst ein Nicht-Programmierer sofort sagen würde, das geht doch gar nicht, wie soll ich das umsetzen? Eigentlich gibt es keine Grenzen. Es gibt ja auch einige Bücher darüber, wo irgendwelche Berge durchbohrt werden, nur um das kürzeste Kabel zu ziehen. Also ist, denke ich mal, das der beste Beweis dafür, dass technisch schon alles möglich ist, solange die finanziellen Mittel da sind und solange auch das Know-how da ist. Also es ist nicht immer nur das Finanzielle, sondern es bedarf auch viel an Know-how, um das Ganze auch umzusetzen. Entweder ordentlich umzusetzen, dass es schnell agiert oder überhaupt umzusetzen. Ja gut, was ist eigentlich nicht möglich? Dauerthema, Martingale-Systeme funktionieren einfach nicht. Wahrscheinlich haben auch schon einige von Ihnen solche Systeme mal gesehen. Das Martingale kommt eigentlich aus dem Casino, vom Roulette-Tisch. Wir setzen 10 Euro auf Rot, es kommt Schwarz, dann setzen wir das Doppelte, also 20 Euro auf Rot, es kommt wieder Schwarz, wir setzen 40 Euro auf Rot. Rein theoretisch funktioniert das, rein theoretisch werden wir damit reich, aber in der Theorie haben wir auch unendlich viel Geld und kein Tischlimit. In der Praxis funktioniert es natürlich nicht, weil wir in den Casinos besser gesagt ein Tischlimit haben und wir auch, gehe ich mal davon aus, nicht unendlich viel Geld haben. Das Ganze wird auch gerne mal auf die Börse übertragen. Wir würden diverse Systeme auch kostenlos im Internet finden, die einfach dieses Martingale-Prinzip anwenden. Das funktioniert sehr gut am Anfang, man wird sehr schnell angefixt, man sieht irgendwie, jeder Trade ist ein Gewinn, es werden keine Verluste realisiert, das Konto ist in, weiß nicht, einem Monat verdoppelt, aber irgendwann gibt es den Punkt, wo wir uns quasi zu Tode verdoppeln vom Volumen her. Irgendwann haben wir dann 2 Lots, 4 Lots, 8 Lots, 16 Lots und der Markt läuft einfach nur in die eine Richtung und korrigiert nicht. Und irgendwann gibt es dann halt den berühmten Margin Call, wo einfach die Strategie dann gegen die Wand fährt. Es gibt viele Verfechter, die irgendwie dieses System optimieren oder verbessern oder noch mit einem Durchschnitt kreuzen. Kann man sich drüber streiten, aber ich hab das noch nie gesehen. Ich habe viele Leute gesehen, die davon angefixt wurden, aber dieses Martingale-System-Prinzip funktioniert eigentlich nicht. Deswegen, wenn Sie irgendwo Performance-Gruppen sehen, die zwischenzeitlich das Volumen stark anheben von den Trades her, oder die im Chart wirklich keine Verluste zu sehen haben, wie wir es gerade gesehen haben, da hatten wir die Verluste gesehen, aber wenn Sie Systeme sehen, die wirklich zu gut aussehen, dann sollten Sie mal nachfragen, wie viele Positionen gleichzeitig geöffnet sind. Ich bin mir sicher, wenn Sie solche Systeme sehen, dann ist es ein Martingale-System. Ja, der schnelle Reichtum ist natürlich nicht möglich, weder manuell noch durch Algo-Trading. Es sei denn, wir fangen natürlich irgendwie an zu zocken, dann kriegen wir es wahrscheinlich temporär hin, aber langfristig nicht. Und langfristig ist es halt wirklich wichtig, einfach geduldig zu sein und das zu verstehen, was man halt macht oder was da geschieht. Betrieb von überoptimierten Systemen, das ist so ein Thema, das könnte man eigentlich in ein separates Webinar unterteilen, nur mal kurz angeschnitten. Es gibt viele Systeme im Internet oder auch viele Systeme, die entwickelt werden, die sind einfach überoptimiert. Das heißt, hier gibt es aktuell auch einen großen Anbieter auf dem Markt, der verkauft automatische Handelssysteme, die überoptimiert sind. Das heißt, ich nehme mir einfach mal ein System, 20er Durchschnitt, Kreuzing 50er Durchschnitt. Ja, es mag vielleicht profitabel sein, dann passe ich die Parameter alle einzeln an, bis ich das beste Ergebnis habe. Das heißt, ich habe dann irgendwann ein System, das handelt, wenn jetzt der 21er den 89er Durchschnitt kreuzt mit einem Stop-Loss von 24,3 Pips. Ich handle ausschließlich Montag, Dienstag und Donnerstag, aber auch nur von 17 bis 20.30 Uhr. Und auch nur dann, wenn heute die Sonne scheint. Da sieht man ganz genau, was das Problem ist. Die Sachen sind halt überoptimiert. Das heißt, wir haben historische Daten von 10 Jahren und da kriegt jeder irgendwie ein profitables System hin. Mein Beispiel davon ist immer das Beispiel davon, dass ich über die Straße gehe. Ich verbinde mir die Augen. Am Anfang weiß ich, okay, jetzt kommt ein Auto, danach kommt dann ein Auto, dann muss ich 2 Sekunden stehen bleiben, dann kann ich wieder weiterlaufen. Das mache ich so oft und irgendwann habe ich das im Kopf. So wie mit den historischen Daten. Irgendwann hat ein System den Verlauf aus der Vergangenheit im Kopf. So, dann sind wir auf der Straße und dann kommt die Zukunft, dann kommt also das Live-Trading. Wir wissen nicht, wann die Autos rüberfahren.
Dann schaffen wir es vielleicht ein, zwei Spuren. Spätestens mal in der dritten Spur werden wir einfach überfahren, weil wir die Vergangenheit studiert haben und nicht weil wir auf Sensoren geachtet haben. Das heißt, es wäre zum Beispiel klüger gewesen, irgendwie Autogeräusche zu erkennen oder eher Augenmerk auf das Gehör zu legen oder irgendwie die Hand auszustrecken oder andere Fähigkeiten zu entwickeln, zu erkennen, wann ein Auto kommt. Das Gleiche ist auch bei den automatischen Handelssystemen. Wahrscheinlich kriegt jeder von Ihnen ein automatisches, profitables Handelssystem im Backtest hin. Die Frage ist dann allerdings, wie sieht's in der Realität aus? Und in der Realität müssen Systeme natürlich funktionieren. Also wenn ein System nur im Backtest Geld verdient, dann kann ich mir das maximal einrahmen, kann das irgendwie an Freunde schicken, Facebook posten und sagen, dass ich Backtest-Millionär bin. Das bringt uns aber nichts. Deswegen ganz wichtig, keine überoptimierten Systeme verwenden, kaufen oder was ähnliches. Sonst letzter Punkt, für wenig Geld ein System zu kaufen, welches, ja, wichtig ist immer, dass wir vielleicht nicht das Augenmerk legen auf die Performance, sondern auch Augenmerk legen auf den Drawdown. Das heißt, es ist natürlich schön, ein System mit 200% im Jahr zu haben, aber wenn Sie einen Drawdown haben von 280%, dann können Sie auch nicht in Ruhe schlafen. Was halt mit Algo-Trading nicht möglich ist, um jetzt bei dem Thema zu bleiben, ist halt natürlich ein System zu kaufen, was irgendwie 20 Euro kostet, ein Drawdown hat von 5% und einen Gewinn jährlich von 500%. Also da muss man immer realistisch bleiben. Das heißt nicht, dass teure Systeme die besten Systeme sind. Im mittelpreisigen Bereich gibt es natürlich einige gute Systeme. Aber wichtig ist immer darauf zu achten, dass die Systeme halt auch zu einem passen, sage ich mal. Ja gut, bevor wir dann die Fragen beantworten, kommen wir nochmal zum Fazit. Kernaussage, die ich auf jeden Fall Ihnen allen mitgeben möchte, ist der Punkt, dass automatische Handelssysteme funktionieren. Das heißt, Geld im Schlaf verdienen ist möglich, aber wir müssen dafür zuvor ganz viel auf Schlaf verzichten, das sage ich immer gerne. Die Entwicklung von einem System oder die Programmierung ist natürlich zeitaufwendig, benötigt viel Zeit, vielleicht auch etwas Kapital. Aber nach hinten raus werden wir halt dann belohnt, wenn das System halt läuft, am Markt agiert, fehlerfrei agiert und wir dann halt etwas Zeit sparen. Ohne Geduld und ohne Kapital bringen Algos natürlich nichts. Wenn wir nicht geduldig sind, kann es nicht agieren und wenn wir kein ausreichendes Geld haben, dann verdient der Algo vielleicht nicht mal die Fixkosten von sich selbst, von den Servern oder ähnliches. Bei der Entwicklung ganz wichtig ist, die Kreativität, also wenn Sie Strategien entwickeln, seien Sie ruhig kreativ, probieren Sie Sachen aus, wo Sie vielleicht denken, ah, das ist ein bisschen zu esoterisch oder zu exotisch, da gibt es eigentlich keine Grenzen, also auch was das Ganze ja interessant macht. Investitionen sind so oder so nötig, entweder sagen Sie, Sie machen alles selbst, Sie gehen quasi in den Baumarkt und investieren Zeit, oder Sie sagen, Sie investieren nicht allzu viel Zeit, sondern investieren lieber Geld und holen sich dann einfach die Fachleute zur Hand, um das Ganze anzusehen. So, ich gucke mal kurz die Fragen durch, die noch gekommen sind. Dann können wir die noch schnell beantworten. So, Frage war, Vielfaches eines CA-Preises bei welcher Kontogröße? Ich nehme einfach mal einen Beispielkunde, der hat einen DNFX-Launch gekauft, die kleine Version, die es damals noch gab, für um die 450 Euro, hat er gestartet mit einem 80.000-Euro-Konto Anfang des Jahres und liegt jetzt bei einem Profit-Gewinn von ca. 19.000. Also investiert um die 450 Euro und aktueller Gewinn halt dann 19.000. Das hat sich halt gelohnt, aber ein extrem geduldiger Kunde als ein Beispiel. So, nächste Frage. Wie ist der Profit vom FX-Fund Stand heute? Auf der Webseite steht 388 Euro. Stand heute für dieses Jahr sind wir bei, lassen wir nicht lügen, ich schaue kurz ganz genau nach. Ich kurz auf die Seite. So, dann haben wir es gleich. Ich glaube, dieses Jahr müssen wir bei 30% sein. Genau, dieses Jahr sind es 30%. Wir haben hier ein Beispielkonto, das hat gestartet vor 11 Monaten mit 300 Euro und liegt jetzt bei ca. 520 Euro.
So, die nächste Frage. IFX-HGA, erfolgreiche Kunden, erzielen vielfach auch so sehr, aber welche Kontogröße? Genau, das hatten wir schon. Kontogröße an sich ist eigentlich egal. Na klar, wenn man jetzt mit einem 100-Euro-Konto startet, dann ist es natürlich schwer, irgendwie Anschaffungskosten von 500 € reinzuholen. Aber das ist ja, denke ich mal, im Vorfeld klar. Wir müssen es mal prozentual sehen. Auch vom Risiko her können wir jetzt nicht mit 100 € zwei Lots handeln, dann wäre einfach ein Stopp, würde das ganze Konto schon vernichten. Wir müssen mal im Vorfeld das Ganze mal durchrechnen. Welches Handelssystem können Sie empfehlen? Natürlich alle von AlgoCamp. Nee, Sie müssen, wenn Sie Interesse daran haben, schauen Sie sich einfach am besten die Seite bei uns an. Wenn Sie noch weitere Informationen dazu benötigen, schreiben Sie uns einfach an. Wir sind da wirklich einfach transparent. Wir haben auch viele Kunden, die kommen einfach zu uns vorbei, reden mit uns, schauen sich alles an und sagen dann spätestens, okay, euch gibt es ja wirklich, ihr sitzt ja doch nicht in Zypern und ihr seid ja wirklich ein Unternehmen, da habe ich schon mal viel Vertrauen, da möchte ich jetzt gar keinen Backtest mehr sehen oder so. Wir haben auf der Seite zwei Systeme für den Euro-Dollar. Die agieren beide auf Stundenbasis. Wir haben auch noch weitere Systeme, die nicht auf der Webseite zu finden sind. Wenn Interesse besteht, auch an kurzfristigeren Systemen, schreiben Sie uns einfach an. Wir können Ihnen da gerne ein paar Informationen dazu zusammenstellen. Nächste Frage: Sind die Anschaffungskosten einmalig, beziehungsweise welche laufenden Kosten fallen für mich an? Genau, das ist ganz wichtig für uns. Die Kosten für die Handelssysteme bei uns sind einmalig. Das heißt, man erhält eine lebenslange Lizenz. Es gibt zwei optionale Dinge, die halt monatliche Kosten verursachen. Das wäre zum Beispiel der Trading-Server. Das bedeutet, Sie lassen das Handelssystem auf einem Server laufen, der durchgehend an ist. Ein Handelssystem muss durchgehend an sein. Es bringt halt nichts, wenn Sie irgendwie das System zu Hause installieren und das System halt nur an ist, wenn Sie irgendwie zu Hause sind. Ein System muss ja wirklich 24 Stunden am Markt aktiv sein, auch wenn Sie schlafen, auch wenn der Computer zu Hause aus ist. Und das lässt sich halt realisieren mit einem Trading-Server. Und da haben wir auch vor kurzem eine neue Version oder eine neue Variante veröffentlicht, die Lite-Version von dem Trading-Server. Die kostet, glaube ich, um die 19 € im Monat. Das wäre halt so das einmalige monatliche, die Kosten, die anfallen würden. Es sei denn natürlich, Sie sagen, Sie lassen zu Hause den Rechner durchgehend laufen. Wenn Sie das schaffen, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und zweite Sache wären halt die Updates. Das heißt, wenn Fehler auftreten, dann gibt es von uns natürlich die Updates kostenlos. Es kann allerdings auch sein, was heißt, es kann sein, es kommt vor, dass wir auch Performance-Updates herausgeben oder technische Updates, wenn irgendwie gerade vom MetaTrader irgendeine neue Funktion angeboten wird und wir den performanter entwickeln können. Und dann gibt es die Updates halt für die Personen, die auch die Updates zugebucht haben. Ist keine Muss-Sache. Sie können auch ohne das System, ohne Updates das System betreuen. Es läuft auch ohne ein Leben lang. Wichtig ist aber einfach nur zu wissen. Also wenn Sie Interesse daran haben, buchen Sie Updates zu. Wenn nicht, dann nicht. Und es läuft trotzdem noch weiter. Nächste Frage: Wird der FX-Launch geupdatet, wenn der Markt sich ändert und die Strategie nicht mehr so profitabel ist? Gibt es Updates kostenlos? Genau, alle Systeme, die wir im Angebot haben, die sind bei uns, die laufen bei uns auf Live-Konten, die werden auch überwacht von uns. Das heißt, wir haben immer ein Auge drauf, ob wir uns im Rahmen bewegen oder nicht. Wenn wir sagen, wir sind außerhalb von dem von uns definierten Rahmen, das heißt, wir haben zum Beispiel einen doppelten Drawdown erreicht als in der Vergangenheit im Backtest, dann informieren wir alle Trader von uns. Jeder Käufer ist dann quasi in einer Newsliste drin, Mailliste drin und kriegt dann auch die Info. Wir sind natürlich immer dabei, auch die Sachen zu updaten. Wir hatten letztes Jahr auch ein Performance-Update, nicht weil die Performance jetzt schlecht war, sondern eher, weil wir eine neue Errungenschaft hatten, um das Ganze stabiler zu gestalten. Da gab es halt ein Update für den FX-Launch. Aber wir können natürlich nicht dafür garantieren. Also es kann natürlich sein, dass Sie ein System kaufen und das ist dann halt irgendwann nicht mehr profitabel und wir können auch nichts dran ändern. Das garantieren können wir natürlich dafür nicht. Das kann von heute auf morgen, kann die Phase natürlich vorbei sein. Aber es ist halt auch in unserem Interesse, weil wir die Systeme auch privat laufen lassen, dass die halt aktualisiert und auch gepflegt werden. Wie häufig kommen durchschnittlich Updates raus? Der FX-Land zum Beispiel existiert jetzt 11 Monate und da gab es bisher ein Update. Da gab es einen kleinen Fehler bei gewissen Kunden und gewissen Brokern und halt das Performance-Update
wodurch wir den Drawdown verringert haben und die Performance nochmal optimiert haben. Gut, fast eine Punktlandung. 10 Sekunden haben wir noch. Soweit sind erstmal alle Fragen durch. Falls noch welche offen sind, mal her damit. Ja, nutzen Sie die Gelegenheit, falls Sie noch Fragen haben. Ansonsten erzählen wir die 10 Sekunden dazu, dann war es eine Punktlandung. Oh, da ist noch eine Frage reingekommen. Super, dann schauen wir sofort mal drauf. Was kosten die jährlichen Updates? Die jährlichen Updates kosten 99 Euro im Jahr. Gibt es keine Vertragslaufzeit, die können Sie einfach dazu buchen und dann erhalten Sie in den kommenden 12 Monaten die ganzen Updates automatisch zugeschickt. Super, dann würde ich sagen, David, vielen, vielen Dank für das Webinar heute. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wie gesagt, am 29. Mai. Und genau. Ich sage schon mal vielen Dank für die Teilnahme und wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Abend und David hier natürlich auch und wie immer hast du das letzte Wort. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch an alle. Hat Spaß gemacht heute. Ich habe gesehen, das Interesse ist auf jeden Fall da. Für mich immer wieder ein spannendes Thema, das Algo-Trading an sich, automatisierte Systeme, ist halt ein Bereich, der in der Vergangenheit schon so ein bisschen in den Dreck gezogen wurde durch diverse Unternehmungen. Deswegen, wir haben uns halt auf die Fahne geschrieben, das Ganze transparent zu gestalten und fair zu gestalten. Und von daher bedanke ich mich auch für Ihre Zeit heute, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre zahlreichen Fragen. Wenn noch Fragen offen sind, einfach FXFlat anschreiben oder uns von AlgoCamp anschreiben auf algo-camp.de. Da antworten wir eigentlich ziemlich schnell und auch gerne. Ansonsten, wenn Fragen offen sind, können Sie uns auch anrufen oder machen einen Termin aus, dann kommen Sie vorbei. Von daher, vielen Dank nochmal und ich wünsche noch einen schönen Abend und hoffentlich hören wir uns zum nächsten Teil wieder. Vielen Dank und tschüss. So, bevor ich mich jetzt final doch verabschiede, dann ist noch eine Frage reingekommen und ich erlaube mir, diese zu beantworten. Sie können das Ganze auch auf Ihren eigenen Server laufen lassen. Also das ist jetzt kein Problem, ja? Wenn Sie dann einen Server haben, der entsprechend 24 Stunden an ist. Gut, dann haben wir aber jetzt alle, also von mir auch nochmal einen schönen Abend. Danke nochmal und die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich dann entsprechend online. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.